So, YouTube, was geht ab? Mein Name ist 2.6 und World of Warcraft bzw. Blizzard hat etwas announced zum 20-jährigen Jubiläum von World of Warcraft. Und die haben sich da was richtig Geiles ausgedacht. Auf der Seite von World of Warcraft könnt ihr euch den Trailer dazu angucken. Das ist aber ein Interview mit den Developern. Und das Ganze ist schon sehr bald auf dem PTR zu testen. Den Trailer verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wir gucken uns das Ganze aber auf Wowhead an, weil die haben zusammengefasst, was das neue Event so bringt. Was ich bis jetzt gehört habe, das soll ähnlich sein wie Mist of Pandaria Remix. Aber jetzt geht's nicht zu MOP, sondern wir gehen zurück zu Classic. Und wir schauen uns hier mal an, was Wowhead dazu geschrieben hat. The 20th anniversary celebration of World of Warcraft is almost here and we have many exciting activities and rewards to share with you as we look ahead to what's in the work. Und die Rewards sind die eigentlich, die wir uns hier genauer angucken wollen. Neue Currency, take part in quests and activities to earn Bronze Celebration Tokens, also so ähnlich wie die Bronzebarren aus MOP. To spend them on items during the 20th anniversary celebration, including returning items from previous and anniversaries and new ones. Und ich glaube, das wird sick. So, das heißt, go back to Blackrock Deeps, also Schwarzfels Tiefen. Der Raid ist jetzt in Remix verfügbar. Das Ganze soll im November starten. Und soll ab Level 10 auch zum Leveln genutzt werden können. So, und das, was dort droppt oder was man für diese Anniversary oder Celebration Tokens kaufen kann, sind die Tier 2 Sets aus Classic, reworked auf das aktuelle grafische Level, was wir jetzt in War Within haben. Jetzt sehen wir hier schon mal das Paladin Set. Junge, das sieht sick aus. Eigentlich müssten wir noch mal gucken, wie die damals ausgesehen haben. Paladin, das alte. Und jetzt das neue. Guck mal, das sieht schon mal richtig sick aus, ne? Gehen wir weiter. Death Knight, Hunter, Mage. Oh, Todesritter. Hunter sieht auch geil aus. Mage-Set. Also das Todesritter-Set ist ja wohl übertrieben nice. Das gab's halt damals nicht. Hier, guck mal, hier ist das Mage-Tier 2 von damals. Und heute. Okay, okay. Was gibt's noch? Also das Hunter-Set können wir uns eigentlich auch nochmal angucken hier. Hunter damals und reworked jetzt. Stark. Einfach stark. So, dann haben wir hier Krieger T2. Auch sehr, sehr geil. Also Krieger, Druide, absolute Favorites. Gucken wir uns mal an, wie es damals ausgesehen hat. Wo haben wir hier Druide? Vorher. Nachher. Stark. Also wenn man nochmal das im Kontrast sieht, der Unterschied ist sick. Der ist echt sick. Krieger, das alte. Das neue. Ein Priester-Set. Wie das damals aussah, ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ne? Und jetzt hier so. Also Priest-Set auch ein absolut geiles Upgrade bekommen. So, es gibt jetzt ein Monk-Set. Shaman. Und was ist das? Was ist das andere? Evoker, okay. Also die fügen quasi im selben Stil nochmal für die neuen Klassen, die dann nach und nach über die Erweiterung gekommen sind, dann auch nochmal Tier-2-Sets ein. Also Monk ist richtig sick, auch mit den Augen, mit den Blitzen und den Schultern. Schamane auch richtig geil. Guck mal, Schamane können wir uns auch das alte nochmal angucken. Back then. Und heute. Stark, einfach stark. Was gibt's noch? Oha. Na, das ist hier für uns interessant. Rogue, wie Rogue aussieht. Hexenmeister und das dann wahrscheinlich Demon Hunter. Hexenmeister ist auch übel, übel. Jetzt gucken wir erstmal Hexenmeister, Warlock. Früher, heute. Also echt geil. Die haben sich echt mal Gedanken gemacht.
Mal Rogue hier damals. Und Rogue heute. Ja, ich muss sagen, so beim Rogue-Set, das ist so ein bisschen abgeflacht, die Schultern. Könnte besser sein, aber sieht trotzdem sick aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also die Transmog-Sets, das ist auf jeden Fall wert, da mal reinzugucken. Ich habe MOP leider, also Remix, nicht so wirklich mitgemacht. Hatte ich keine Zeit für gefunden. Aber den nehme ich auf jeden Fall mit. Tier 2-Set ist auf jeden Fall richtig geil. So, Time Walking Through the Classics. Es ist nicht getrennt vom Retail, sondern ihr könnt jetzt einfach mit euren Max-Chars oder mit Alls, die ihr leveln wollt, einfach übers Tool Time Walking mitmachen. Das ist noch geiler. Also noch ein paar Screenshots. Players will have the option to visit special vendors to get new mounts, pets and transmog appearances. Sieht echt nice aus. Der hat einfach nur zwei Beine. Ich kenne ihn nur mit vier Beinen, aber finde ich geil. Okay, hier nochmal so eine Schatzbox mit genähten Luftballons. Das sind wahrscheinlich Pets. Die sehen auch irgendwie lustig aus. New World Bosses. Gab es auch in der Vergangenheit schon, dass da immer Bosse gespawnt sind, die dann irgendwie Mount gedroppt haben oder ähnliches. Jetzt kommen neue dazu. Das finde ich ganz gut. Codex of Chromie. Okay, Ankirai wird wieder geradet. Da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sowas wie Molten Core und BWL irgendwie noch mit reinkommen. Aber da Ankirai, ich glaube, das hängt auch irgendwie mit Silithus zusammen. Aber Ankirai nochmal raiden ist auch geil. Korax Revenge Returns. Run down your enemies, raise their fortifications and exchange the tokens you loot from the corpses to summon mighty reinforcements on Korax Revenge, a throwback battleground inspired by the earliest days of Alterac Valley. Players who complete the quest Korax Revenge will be rewarded one of two mounts based on your character's faction, the Stormpike Battle Ram and the Frostwolf Snarler. Players taking part in the battlegrounds during the anniversary celebration can also click on the Alliance armor or the Horde War Supplies located in the starting areas of battlegrounds. Also, nicht nur die alten Tier 2 Sets sind wieder am Start, sondern halt auch die Classic PvP Ausrüstung. Also PvP Items oder Gear Sets nochmal auf ein aktuelles Level gebracht, plus die Tier 2. Dann haben wir hier die 4 Cloaks von unserem Trading Post. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin gespannt. November soll das Event starten. Und ja, das werden wir uns dann angucken und dann werde ich euch berichten. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Mag-Ich da und abonniert den Kanal, solltet ihr das nicht getan haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.